Aber jetzt weiß ich es. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Das Stückchen laufe ich. Das sind ja nur 160 Meter. Naja, was erzähle ich da unten? Es sind nur 130. Ja. Also in Wirklichkeit sind es auch unter 100. Aber hier, der Typ ist... Der hat mich scheiße angeguckt. Level 8. Das finde ich hier auch sehr interessant. Zwischen Level 8 und Level 21 kann man die Gegner. 21 war es, glaube ich. Wenn man hier erstmal anfängt, gegen einen zu kämpfen, kommt eine Welle nach der anderen. Wenn man Pech hat. Und keine von denen gibt wirklich Schluss. Nicht eine einzige. Also ja klar, hier ist ein bisschen Goldloot, aber das braucht keine Sau. Das ist einfach nur so, ja, damit du ein bisschen zufriedengestellt bist. Der Dicke auf mit dem Pfeil, ich fass es ja nicht. Hier schon wieder an. Ich weiß damit, man muss sie schnell killen, sonst kommt die Nix-Horde gleich an den Rand. Wenn sie aber mehr und mehr. Komm, runter mit dir. So, zack. Bin auch leicht verblutet. Gib den Weg frei! Alter, wie seid ihr denn drauf? So schlimm sehe ich doch gar nicht aus. Das ist von mir! Ja, schön, schön. Alle Schriften. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Stimmt, Arya ist ja auch schon hier drin. Nee, hier dürfte sie noch gar nicht sein. Alter, was wurde mir denn hier da gerade alles angezeigt? Ach, dahin. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt versehentlich auf die Hauptquest drücke, ist es auch nicht so schlimm. Ja, okay. Ist, ja. Kann interessant sein. Ja, ja. Irgendwas mit Winkelbemessung. Oh, das hier. Oh. Nice. Ist das ein Anzeigebug? Nee. Ich glaube, wir müssen hoch. Nee, Bummer. Kann ich hier? Ja, perfekt. Nein, er kann klettern. Verhaftet ihn. Er muss ein Assassine sein. Ne, hier oben ist nicht. Oh, ernsthaft, hier ist kein Durchgang. Fickt euch doch. Mann. Das ist scheiße. Idioti, Odiota, Schla, Bubabi, Babene, Bibabo. Ne, irgendwie falsche Sprache, egal. Moment. Was macht der da? Der ist schon ein bisschen pervers. Jetzt bin ich weg. Es muss auf jeden Fall hier in dem Haus sein. Ich finde ja, Phanus redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Fast beängstigend. Da hast du recht. Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Interessant. Also wir sind hier wirklich bei der Hauptquest. Moment. Musste gerade husten. Ach, Entschuldigung. Gucken wir nochmal, wo der rumschillt. Da. Ja, triff Arya in der Bibliothek, alles klar. Ist aber noch etwas entfernt. Dann würde ich, da wir jetzt wissen, wo sie ist und ich die Papyrus habe, im Zentrum des Nomos, Nerete Mehetet, findest du mich versteckt in einer Schlucht nahe Antilla. Ich bin unter einem Baum, der sich für einzigartig hält, aber nur, weil die nahe gelegene Felsbrücke ihm die Sicht auf die anderen seiner Art versperrt. Das ist sogar ein recht guter Tipp. Theoretisch. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir wissen ja, dass sie jetzt hier drin ist. Aber, was heißt aber? Wir gehen einfach wieder raus. Weil dann können wir
Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Können wir nämlich wunderbar das so machen. Ich hoffe, wir triggern das jetzt nicht, weil wir hier jetzt lang gehen. Wahrscheinlich kommt die hier oben irgendwo. Oh. Alter, Sperrgebiet. Das ist aber schön. Und überhaupt. Ach da. Da, wo wir hin müssen. Das ist auch perfekt. Also den Sprung, den hätte er doch eigentlich schaffen müssen. Ganz ehrlich. Aber dass er Schaden bekommen hat, ist irgendwie merkwürdig. Vor allem, wo ist denn hier ein Sperrgebiet? Also ja, da unten, aber hier gammelt einfach keiner rum. Niemand. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Da drüben, oder? Ist aber nur so ein Mini-Ding, glaube ich. Ist hier irgendwo ein Teil zum Schießen? Das muss man einfach ausnutzen, wenn es eins gibt. Lass dir Zeit lang runterfallen. So. Der Hauptmann ist schon mal gekillt. Hey! Das ging schnell. Ah, das war wirklich der Hauptmann. Ein Kommando gibt's jetzt auch. Das ist irgendwie total überflüssig. Einfach damit man zwei Leute hat, die man killen muss. Denke ich mal. Schlitz mich dann halt mal auf. Schön mit der Spitze an den Kopf. Ist der eine abgehauen? Ah ne, der Schild da in der Ecke. Boah, heftig. Der hat mich voll geboxt. Der hat auf jeden Fall seine Haare schlecht gefliegt. Hey, was? Da bist du ja. Ich drück versehentlich immer zweimal drauf. Hoch aber immer nur einmal, weil ich will mal mit dem zweiten gleich hinter und dann macht er das manchmal schon. Was? Aber ich muss sagen, das war echt ein tolles Leuchtfeuer. Ich sehe dir, wie viele Leute hier sind. Also, da ist ja atemberaubend, diese Menge. Ich schlitze dich auf! Hey! Hier gibt's ein Problem! Ja, kann man Probleme nennen. Man kann es aber auch lassen. Junge! Chill, deine Nuggets. Aber jetzt kommen sie doch so langsam. Boah, kommt der erstmal hier mit schönen Feuerpfeilen. So ein Arschloch. Aua. Das wäre witzig, wenn Gegner so eine Schlafwaffe hätten. Würde ich mich nicht getroffen werden. Aber bei mir wäre es dann nicht so OP wie bei denen. Denn wenn, sobald ich angegriffen werde, wache ich dann wahrscheinlich wieder auf und kann dann sofort ausweichen. Könnte ich wetten. Ist auch noch so einer. Boah, ja. Gibt's ja gar nichts. Ich hab den Hauptmann noch gar nicht gefunden. Hm? Moment. Was konnte ich denn da gerade? So, jetzt ist es weg. Boah, da unten. Oh, hi. Oh, scheiße, ich hätte den. Ich hätte einen Attentat machen können. Fuck. Keine Ahnung, wieso er nicht weit genug gesprungen. Sorry. Oh, ich glaube, den Hauptmann habe ich auch schon getötet. Also ganz nebenbei. Ja, ein bisschen Holz bekommen, irgendwas anderes merkwürdiges und ein bisschen Gold. Kann man sich sehen lassen, definitiv. Naja, das ist so ein kleines Essenslager hier, glaube ich. Zack. Irgendwas Seltenes habe ich gerade bekommen, aber ich war so beschäftigt damit zu gucken, ob das eine Truhe ist. Weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe noch nicht mehr gesehen, da ich eine Antwort machen konnte. Ich habe einfach so permanent Dreieck gedrückt. Kann ich hier kaputt machen? Nice. Dafür ist ein Feuerpfeil richtig geil. Normalerweise muss man das ja erstmal skillen und alles. Also habe ich dauerhaft welche. Oh, jetzt breite ich das aber ein bisschen zu sehr aus. Ich finde das mega witzig. Entschuldigung. Hat hier drüben sogar schon angelegt. Aber ist nichts da. Also ein bisschen überflüssig. Da!
Oh, Level 11. Der Kommandeur ist stärker als der... Wow. So, mal gucken, ob ich es mit den Blocken hinbekomme. Chance auf guten, wie gesagt. Lasse diese Typen, die sind echt... Die sind stark. Können auch ein richtiges Problem darstellen. Ich weiß einfach nicht, wann ich blocken muss, wirklich. Butter seinen behinderten Pfeil raus. Du! Ja, Großer! Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein, mich und meinen verletzten Fuß. Ich komme im Auftrag des Priesters, Tomler. Dann hol mich hier raus, Medjay! Ja, gleich. Schimmer deine Nuggets. Ich will... Kann ich das hier eigentlich auch nachsauen? Nachsauen auf jeden Fall. Zwei Schätze fehlen mir noch. So lange musst du noch warten. Aber da ich noch nicht mal einen gefunden habe, das finde ich merkwürdig. Wo gammeln die denn? Oh, eine Fackel. Dann übersehe ich irgendetwas. Aber so stark. Im oberen Bereich kann es ja auch nicht sein. Da oben ist zwar was, aber das wird wieder nur so ein Fallteil sein. Hey, was? Wo hast du denn rumgegammelt? Ist ja schon aufgefallen, dass jemand auf. War. Aua. Lebensbalken so schnell runtergegangen, man hat nicht mal gesehen, dass er dass der rote Balken runtergegangen ist. Boah, zack, zack, zack. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Boah, wollt ihr mich verarschen? Noch mehr von euch. Ah, weg. Geht so auf die Nerven. Wie geht eigentlich? Acht. Geht. Oh, wir haben sogar schon fast die Hälfte geschafft. Cool. Was aber mit Sicherheit nicht daran liegt, dass wir die hier töten, sondern... Daran. Irgendwo da? Hä? Da ist ein Schatz. Ich komme da alle an der gleichen Stelle. Ja, nie, ist klar. Ich glaube, ich muss den erstmal finden, bevor es weitergeht. Da oben drauf. Ja, klar, da war ich noch gar nicht. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Hey! Du doch, Pfeil. Ich bin so gut Deutscher. Oh. Junge. Nein, da war so ein Haut drauf Teil. Das hätte hier so witzig sein können. Läuft der mir immer noch hinterher? Schon ein bisschen penetrant. Was? Du kannst nicht! So. Hinter mir. Ah, oh, oh. Das ist aber nice versteckt. Ja, ich kann nicht gut, ganz blöd. Wow, nice. Findest du noch eins? Ja, kann man. Bisschen, bisschen pein Lodge, aber... hält sich in Grenzen. So. Bettlusch, Schätzelein. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt den Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. Hey. Hä? Ich spreche doch schon mit dem Trommler. Du hättest nicht herkommen sollen. Muss ich mal hier ablegen, Junge. Nee. So. Wo ist der denn jetzt überhaupt hergekommen? Vor allem so ein Kack-Einzelner. Sprechen. So. Was meinst du, was ich tun könnte? Die Waren, die befinden natürlich. Bring das Feld zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg
und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Alter, als ob der gerade richtig eine Wurst ins Klo legen müsste. Vor allem sein Fuß ist verletzt. Ja, am Arsch ist der verletzt. Alter. So. Idiota. Bam, bam. Gut, dann gehen wir mal darüber. Und, aus dem Weg! Hallo. Gebt den Weg aus dem Weg! Aus dem Weg! Irgendwo hier in die Richtung. Er verteidigt gerade, okay. Heißt das jetzt, er kämpft? Um sein Leben. Ich hoffe, es ist nicht einfach ein Bandit, sondern jetzt kommt noch ein bisschen mehr Storyline. Das fehlt hier einfach. Jetzt haben wir nur so ein bisschen Suchen und Jagen. Bei Witcher gab es ja immer so ein bisschen Hintergrund-Story. Also, man hatte immer so ein Wahlrecht. Normale Menschen und so, bla bla bla. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Das ist einfach nur, ja, mach das, töte ihn oder so, mach das und dann passiert auch genau das. Da steht ja nicht auf einmal, oh Moment, vielleicht ist er ja der Gute und der Auftraggeber ist der Böse. So was in der Art, das fehlt. Der Gerber hat uns belogen. Das Fell ist wertlos. Du kennst die Griechen. Wenigstens war es einfach, ihn zu bestehlen. So viele Fälle. Boah, so viel Loot. Alles ist besser als Fischen. Ich habe immer noch den Krokodilgeruch in der Nase. Welches Fell wird der Gerber als nächstes ruinieren? Sein eigenes. Sein Gesicht sieht schon aus wie Leder. Das kann nur besser werden. Hey, hat Selbstgespräche geführt. Dafür lasse ich dich leiden. Ich bring dich um. Boah. Wer bist du ja? Kommt halt alle rein. Ist okay. Ist okay. Hey. Du hättest nicht herkommen sollen. Schön. Dass es dich gibt. Yeah. Das ist das Fell? Oh, das arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. Zack, zack. Aber ich habe hier doch mal einiges mehr Loot gesehen. Ah, da oben. Boah, wie viel das ist. Ja. Ja, kann sich sehen lassen, der Loot. Hab ich alles? Da ist noch was. Zack. Oh, Alter, hätte ich das übersehen. Oh. Ihr hättet mich so umgeklatscht. Da oben, das sind bestimmt wieder so Pfeile. Mindestens einer davon. Nee? Okay. Naja, gut, waren ja auch Banditen. Die können sich sowas nicht leisten. Richtig asozial. Da ist noch was. Zum Anquatschen. Einkaufsliste. Goldene Költen und Ringe. Drei Längen feine Bisons. Was? Bisonslein? Was? Haben die vielleicht Bison gemeint damit? Aber schreibt man ja auch nur mit einem S. Für die Kleidung des Meisters. Ein paar Hetären und Musiker für das Fest anheuern. Die wollten ein Fest feiern. Alles klar. Das, ja, kann man machen. Aber nicht so. Sonst komme ich und klatsch euch weg. Da. Also im Real Life natürlich. Ich habe mir genau die Adresse gemerkt. Flieg jetzt nach Ägypten. Na, was heißt fliegt? Ich laufe dahin. Und wenn das Wasser kommt, dann laufe ich drüber. So wie das jeder normaler Mensch tut.
Wie früh ist es eigentlich? 8 Uhr erst, was? Na gut, wir haben auch bis jetzt noch nicht wirklich was gemacht. Also ist gut, dass wir dass noch nicht so viel Zeit vergangen ist. Entschuldigung. Ich komme so schnell aus der Atem. Das Problem ist, ich bin auch noch ein bisschen etwas an. Der Mann ist ein Dieb! Friede, Theon. Er sagt, er hätte nichts gestohlen. Willst du Serapis Zorn auf dich ziehen? Nein. Ich verklage dich wegen meines gebrochenen Beins, du Scheißkerl! Das hilft uns nicht weiter. Ich wusste es. Ihr Ägypter seid alle gleich. Das habe ich davon, dich einzustellen. Ihr seid alle Diebe. Mein bester Mann kümmert sich darum. Wir klären das auf. Immer dieser behinderte Rassismus, ey. Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. Oh, nice. Eine Folgequest. Läuft er einfach erstmal weg.